So, diesmal hoffentlich ohne Fails. Müssen wir gerade den Anfang nochmal machen. Erstmal willkommen zu Top oder Flop für dieses Wochenende. Als Gastpartner heute dabei. Einfach, hallo zusammen. Fängt mit dem Spiel an, das mir der Force empfohlen hat. Und Ja. zwar. Es nennt sich Daffy Duck The Marvin Missions. Und ist meiner Meinung nach zum einen ein geiles Spiel, das muss ich ganz ehrlich sagen, und zum anderen auch gleichzeitig ein fucking schweres Spiel. Ja, man Würde ich kann dir nicht im. Normal-Mode, man kann Hard-Mode, was nicht zu empfehlen ist. Wollte ich gerade sagen, das würdest du keine 5 Sekunden überleben. Ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall, es ist von Warner Brothers in dem Falle gemacht. Beziehungsweise auch Sunsoft. Und, ja. Oh, die Ente ist, da ist auch Feuer. Richtig. So, ja, wir können hier Waffen auswählen hier oben. Genau. Die alle. Jede Waffe hat natürlich eine besondere Fähigkeit, aber da werde ich nicht viel zu sagen. Das hier ist Fuel, das ist fürs Jetpack, das füllt's auf. Das ist, Nennen wir es mal den Ausraster. Ohoho. Das kann man wirklich so sagen. Warum, das werdet ihr dann noch sehen. Der Kristall, da werde ich jetzt mich nicht für zu äußern, weil das ist. Das werde ich später irgendwann auch im Let's Play in dem Sinne zeigen. Irgendwann, wenn es soweit ist. Und unten links neben dem Exit-Symbol ist halt ein extra Leben, was man bekommen kann. Kostet aber auch dementsprechend nicht gerade wenig. 2500 Dollar. Ja, und ohne lange Umschweife gehen wir gleich direkt ins Spiel. So, diesmal. Ja, diesmal beruhigt sich der Bildschirm ein bisschen. Es war ja beim ersten Run so, dass der Bildschirm hinten so komisch gewubbelt hat. Na doch, er macht es wieder leider schade. Ja, und das, was ihr gerade eben gesehen habt, ist der sogenannte Ausraster. Der tötet nämlich instant die Gegner. X ist halt dieses Schild. Ja. Und die Y-Taste ist halt die Feuertaste. Genau, Ja, kleiner. und Duffy wubbelt ein bisschen weiter, wenn man springt. Das kann schon mal gefährlich werden. Und genau das solltest du nicht machen, mein Lieber. Sich treffen lassen. Richtig. Denn unten links, das ihr gerade seht, ist nämlich die Energieanzeige, die er gerade schon bis zur Hälfte reduziert hat. Sehr schön. Über die Hälfte. Ich hab's beim ersten Run, muss ich sagen, bis ins zweite Level hin geschafft. Links. Was aber auch ziemlich schwierig ist, denn das Game ist selbst im Normal Mode hart wie Sau. Das ist allerdings wahr. Was machst du da? Links. Falls du dich recht erinnerst, war da doch noch was. Ja, wir haben nämlich so ein Jetpack, wenn wir die Taste gedrückt lassen. Und hier ist nämlich mein Secret drin. Und er geht genau in den Kaktus rein. Sehr schön. Ja, man kann hier sehr schnell getroffen werden im Spiel. Das war knapp. Verballer aber diesmal nicht zu viel vom Jetpack. Und vor allem sollte die Ente vielleicht mal springen, wenn man sie befehlt. Aber das kennen wir von gewissen anderen Gameplay-Charaktern. Vorsicht. Cactus of Doom. So in etwa, genau. Vor allem finde ich das auch geil, wie die immer sterben. Die haben so einen geilen Sound, Todessound. So, jetzt gehst du erst nach links. Links, 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 links. Nicht rechts, links. So, dass das Schmackkeeper eingesammelt hat, ist in dem Sinne Energie. Energie, ja. So, jetzt fliegst du erstmal nach oben. Weiter nach Jetzt oben. ganz smooth wie nach oben. So, das ist ein Extra-Leben, wie ich ja schon vorhin sagte. Die kann man hier nämlich auch so ohne weiteres bekommen. Das war gerade ganz schön knapp. Ja, ist ein bisschen Tapping hier bei dem Spiel, weil hier kann echt in jeder kleinsten Ecke ein Gegner lauern. Und du kannst auch da links übrigens reinspringen.
Links, nicht rechts. Da brauchst du nicht mal ein Jetpack. So, jetzt gehst du rechts. Bitte nicht in die Lava, das danke. War heikel. Mhm. So, jetzt gehst du erst rechts anstatt. Ja, genau. Spring noch über Spiel. Ja, der wubbelt ein bisschen. Der wubbelt ein bisschen weiter. Das kann schon mal gefährlich werden. Oder spring einfach ganz nach rechts. Da ist auch, so eine Plattform. Da kannst du. Nein. Ja, gut, aber das kann man nicht wissen, dass da gleich so ein Typ hier rauskommt. Was aber geil ist, wenn er getroffen wird, dann schreit er so komisch rum. Ja, wenn er tot ist, auf jeden Fall. So, Energie. So, stopp. Das, was ihr jetzt da gerade seht, wo Duffy jetzt gerade dahinter vorsteht, das ist ein sogenannter kleiner Speicherpunkt. Das habe ich nämlich, wo wir das nochmal gemacht hatten, nämlich vergessen zu erwähnen. Heißt im Klartext, sollte jetzt der gute Schmack sterben, dann ist er zumindest da saved. Und diese komischen Bohnen sind die Marsianer. Genau. Sammle die. Genau. Weil Cash brauchst du definitiv immer. Ja, und das ist noch die einfache Form der Marsianer. Das wird nämlich gleich nur ein bisschen schwieriger. Wir haben sogar noch ein kleines bisschen Zeit, würde ich sagen. Kann man ja sogar noch ein bisschen was zeigen. Vor allem gewisse Marsianer. Jetzt zum Beispiel er hier. Der ist nämlich der Oberficker. Der tut nämlich. Ja, das sind diese Blind Jumps. Gleich bist du weg vom Fenster. Na, Blind Jumps können schon fies sein, wenn man nicht weiß, wo man hinspringt. Den kannst du so einfach abschießen. Ist der Boss eigentlich weit entfernt? Es geht. Aber du solltest natürlich auch aufpassen, wo du hinläufst. Ach ja, stimmt ja, du musst ja nach unten. Stimmt ja. Nein, 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 nicht dahin, nicht dahin. Du hast nämlich gerade fast keine Energie mehr. Okay. Wie man da unten sehen kann. Unten links nämlich. So, den lässt du jetzt einfach mal so schießen, dass er da durchkommt. Nochmal. So, jetzt rechts, geh nach rechts. Ja. Genau deswegen habe ich dich dahin gelotst. Speichern. Das Checkpoint-Geräusch immer. Es ist ein witziges Game, muss ich sagen. Es ist ein witziges Game. Es ist hart wie Sau, aber es ist witzig. Oh, glaub mir. Die Anfangslevel, also sprich die Schmack, die er jetzt im Moment gerade macht, die gehen noch. Aber das, was danach kommt, das ist wirklich Hardcore. Das grenzt schon halbwegs an Kaizo Mario. Perfekt. Schild. Ach stimmt, da gibt auch noch Schild, richtig, bei der Y-Taste. Na, ist ja sowieso weg. Ja. X, nicht Y. Y, genau. Ich wollte gerade sagen, geh da bloß weg. Ja, das war knapp. Zu knapp für meinen Geschmack. Mann! Ja, man muss hier auch ziemlich viel rumswitchen zwischen Schild und Schuss. Ja, jetzt ist doch passiert. Ja, das ist aber auch Sinn und Zweck des Spiels. Ziel ist es natürlich ja zu überleben. Schmacki! Ich glaube immer da, wo diese komischen Rinnsale sind, kommt's runter. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Du gehst generell immer dahin, wo du dich hin sollst. Das ist das Problem gerade. Vor allem, du musst auch mal häufiger das Schild nutzen, anstatt immer da dich angreifen zu lassen. Aber von der Musik her ist es auch sehr interessant gemacht. Mhm.
Und ich freue mich schon, wenn ich dieses Spiel let's playen kann. Das glaube ich. Oh, 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 oh. Ja, jetzt setzt er endlich mal das Schild ein. So, da kannst du springen und immer runter. Genau, sehr schön. Jetzt. Oh, oh, oh. Das war knapp. Ja. Der okay, er ist explodiert. Ich finde das generell geil, wie die explodieren. Ah, sehr schön, du hast jetzt den Speicherpunkt. Dann kommen wir auch gleich zum Ende. Erstmal dieses Levels. Ich wollte gerade sagen, knall doch erst den linken ab, anstatt den rechten. Oh, 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 oh. Setz jetzt wieder ein. Ah, verdammt. Hätte den ich mal müssen anhalten mehr. Müssen, mein Lieber. Aber jetzt hat man den nächsten Mal gehört, wie er stirbt. Tja, haben wir es auch mal gesehen. Ein Battle. Vor allem achtet mal auf Duffys Gesicht, wenn er den Schild hält. Sieht voll witzig aus. Mhm. Vor allem halt mal den Schild. Ach schade, zeig da nicht an. Ach nein, das kommt erst im nächsten Level. Och Manu. So eine Scheiße. Fazit jedenfalls, ist ein sehr geiles Game. Grafisch auch schön gemacht. Hat auf jeden Fall. Die Musik ist knorke. Passt auch ganz gut. Es ist bockschwer. Dafür kann man aber Leben einstellen, dafür, dass es kein Passwortsystem gibt. Das ist wahr. Zwar maximal da nur 5, aber ich meine, das ist immerhin etwas. Tja, das ist immerhin etwas. DuckDuckers! Ja, und damit zu den nächsten zwei Spielen. Bis gleich! Ja! Bastard, da regt er sich auch noch auf. Perfekt! Ja, das nächste Game heute ist lizenziert von Nintendo, entwickelt von Konami, die Meister schwererer Spiele, und nennt sich Stranded Kids. Ist ebenfalls ein Tipp von The Life Force, in dem Falle von mir. Ja, hallo zusammen. Yep, es ist, ich will mal so sagen, es ist ein merkwürdiges Spiel an sich, aber auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Vor allem freue ich mich schon gleich auf Schmackis besondere Reaktion. Warum denke ich bei dem Namen plötzlich an Pokémon? Beim Design, eher gesagt. Es ist zwar ähnlich, aber es ist nicht wirklich das, was du denkst. Okay, ich bin gespannt. An einem klaren Tag. Ein einzelnes Boot glitt über die Wellen. Über die Wellen. Vater und Kind waren die einzigen Insassen. Aber mich nervt, dass es ein bisschen langsam ist. Die Fahrt war ein Geschenk zum 10. Geburtstag. Der mutige Vater gab ein Messer als Geschenk. Einem 10-Jährigen. Mhm. Das Intro eigentlich lang? Achte gut darauf. Nö, es ist nicht so lang. Ja, danke Vater. In dieser Nacht. In dieser Nacht. Die Wellen wurden höher. Plötzlich traf eine große Welle das Boot. Was eigentlich zwar ein Schiff sein soll, aber scheiß drauf. Vater! Das Boot versank spurlos. Wie die Titanic. Und da dann kam mir gerade Links zu Reckoning in den Sinn.
Und vor allem jetzt kommt mir Link's Awakening sehr stark in den Sinn. Es ist zwar ähnlich, aber es ist ein bisschen anders. Stocher. Wo bin ich? Oh. Es ist weg. Der Affe macht 4 Schaden. Warte, wo sind alle? Wo ist Vater? Was Vater wohl macht? Es nützt nicht, wenn ich mich jetzt um ihn sorge. Ich muss erst einmal an mich selbst denken. Ja, zuerst werde ich einmal die Gegend erkunden. Ja, und jetzt kommt das Lustige an der Sache. Wie man schon unten sehen kann, ist dort die Herzleiste. Und es sind noch andere Leisten, wenn der Schmacki mal stehen bleiben würde. Hey, hier ist ja das Wrack des Bootes. Ich habe es also nicht geträumt. Ja, wie man schon unten sehen kann, steht einmal H, W und M. Das H steht in dem Sinne für Hunger. Das Wasser steht für, das W steht für Wasser in dem Fall, also sprich, es ist auch an der Zeit für dich, Schmacki, dass du in dem Sinne auch Nahrung und auch Wasser suchst. Interessant. Nur wofür das M jetzt genau steht, weiß ich nicht. Das ist interessantes Gameplay, muss ich sagen. Da ist Clam. Hey. Ja, du hast jetzt die Möglichkeit, entweder den Gegenstand zu nehmen, zu fressen oder in dem Sinne zu verlassen. Kannst nirgends reintun. Ja. Jetzt kommt nämlich das Lustige an der Sache. Du musst etwas Besonderes finden, damit du überhaupt weitermachen kannst. Das ist sehr interessant, muss ich sagen, vom Prinzip her. Vielleicht kann ich es anders bewegen. Da ist ein Stick. Ist dir schon mal was aufgefallen, Schmacki? Ja, ich habe irgendwie keine Tasche und nichts. Das unter anderem, aber ist dir mal die Sprache in dem Sinne mal genauer aufgefallen? Die Sprache? Nur eine Sanddüne. Vermute ich. Ich habe auch eben gerade vorgelesen, da ist ein Stick. Ein Stick? Ist ja sehr interessant. Erkenn den Fehler, Schmacki. Ein Stock wohl eher. Genau. Und falls du einen Tipp brauchst, sag Bescheid. Er ist dick und dann wird es als Stock bezeichnet. Lecker. Mein Bauch ist aufgeblasen. Blah. Naja, was ja. Gut ist, ich glaube, der Hunger ist voll, glaube ich, jetzt. Naja, fast. Ich habe ein taubes Gefühl. Ja. Jetzt kommt nämlich noch was Besonderes hinzu. Es gibt nämlich auch gewisse Eigenschaften, die man bekommen kann. Das sind zum anderen Paralyse, Gift, Schwindel, was dafür sorgt, dass die komplette Steuerung sich einfach mal umkehrt. Okay. Und auch noch andere Sachen. Auf jeden Fall alles sehr interessant hier. Du solltest dir die Gegner auf jeden Fall nochmal genauer ansehen. Gut, muss auch sagen. Untersuch mal alles, was in der Nähe ist. Alles. Auch die Dünen. Alles durchsuchen. Aha. Hey, mein Rucksack ist hier vergraben. Grab. Alles darin ist in Ordnung. Gut.
Ja, das Messer, Radio. Streichholz? Auf jeden Fall interessant. Jetzt hast du auf jeden Fall den Rucksack und kannst auch das Messer benutzen. Oder auch nicht. Das jetzt. Oh. Fuck. Hat er, glaube ich, nicht gespeichert. Das habe ich gesehen. Das ist natürlich doof. Weil ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe irgendwas gedrückt. Oh, herrlich. Ich möchte wenigstens was zur Musik sagen, wenn ich bis dahin es noch schaffe. Na, du weißt ja jetzt, was du machen musst, ne? Ja, Rucksack nehmen. Ja, jetzt erinnere ich mich auch wieder. Du kannst nicht so ohne weiteres speichern. Okay. Das geht nur auf eine bestimmte Art und Weise. Okay, das scheint die Waffe. Das scheint unsere Waffe zu sein. Das kleine Messer. Ah, eine Flasche Wasser. Sehr gut. Gut, ich hoffe mal, ich kann jetzt noch im nächsten Raum noch was der Musik sagen. Da musst du, denke ich mal, gleich zu kommen. Ja, jetzt kann ich vorwärts. So schön. So schön. Okay, von der Musik her. Von der Musik her auch recht nice. Ja, das gibt noch was. Klasse, überall Bäume. Ob es wohl noch andere Menschen hier gibt? Hm. Lohnt sich nicht nachzudenken. Ich sollte gehen. Ja, um es jetzt nicht ganz so extrem hinauszuziehen, sag ich mal. Es ist eine kreative Idee, die das Spiel hier verbreitet. Mit, den ganzen Sachen einsammeln. Wenn man Zero ist, kann man Statusveränderung bekommen. Das ist schon sehr innovativ, die Idee. Das ist wirklich sehr innovativ. Man kann auch die Statusveränderung so bekommen. Das ist nicht nur, wenn man was frisst. Das ist immer unterschiedlich. Ja, jedenfalls sei das mal mein Fazit zum Spiel. Es ist lohnenswert. Man kann es wirklich zocken. Macht auch Spaß. Gut mit dem Speichersystem. Da sagte Force gerade, das ist ein bisschen, ja. Da war ich ein bisschen blöd, sagen wir es mal so. Um es auf den Punkt zu bringen, es ist ein gutes Spiel. Man kann es hier auf jeden Fall reinziehen. Ja, das auf jeden Fall. Und mal so nebenbei bemerkt, es geht. Es ist nicht nur so, dass man, sagen wir mal, alleine in dem Spiel da ist. Es gibt noch gewisse andere Sachen, die einen erwarten. Gut, dann kommen wir zum letzten Spiel für heute. Was auch von Life Force kommt. Yep. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es ein Kirby-Spiel. Yep. Allerdings nicht ganz das, was ihr denkt. Genau. Das nennt sich nämlich Kirby's Pinball Land. Das ist von HAL Laboratory Inc. in dem Sinne erschaffen worden. Und ich sag's mal so. Es ist nicht einfach. Zu spielen. Ja. Und ich habe gerade, glaube ich, Standbild. Nee, doch nicht. Kein Problem. Also, gucken wir uns das Game nochmal an. Wispy, Cracky und Cracko und Floppy. Yep. Fängt natürlich gleich an mit dem Baum mit. Achso, Start-Button erstmal.
Und er geht gleich in das bekloppteste Level rein. Ich glaub's nicht. Sehr gut, das wusste ich jetzt nicht, dass man da... Das solltest du unterlassen. Was genau? Dass du den Tisch so wackelst. Okay. Weil nämlich genau das passiert. Da warst du nämlich jetzt ein bisschen zu voreilig gerade. Eieieiei. Okay, links und rechts sind also die beiden Flipper. Links Arme. Und A sind die beiden Flipper. Okay, links und A. Ah, da hat er was Gutes gerade erwischt. Jetzt ist er nämlich ganz oben. Ja, Ziel des Spiels ist es erstmal, zumindest bei dem, dass du die drei Eier in dem Sinne komplett zerschlägst. Und die Buben, die da oben sind, wegballerst. Weil die nämlich sonst die Eier komplett wieder zurücksetzen. Okay, und es hat die klassische Kirby-Musik. Hm? Aus Kirby's Dream Land. Und ich werde kurz gerufen, deswegen bis gleich. Bis gleich. So, okay, und weiter geht's. Yep. Continue and play. Save and quit. Ja, es ist klassisches Pinball, wie man sieht. Mhm. Nur eben ein bisschen anders. Eben im Kirby-Style. Ja, und das, was Schmacki gerade eben eingesammelt hat, ist so, ist ja eigentlich die Maxi-Tomate. In dem Falle ist sie aber sehr hilfreich, damit man nicht in der Mitte so schnell runterfällt. Das Ding ist nämlich ein Schutzschild in der Hinsicht. Ah. Bei den Kirbys kannst du... Boah, das ist eine Bombe. Bei den Kirbys kannst du halt Sachen einsammeln, so wie... Ja, der ist besonders... gut. Das war zu früh. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, muss man sagen. Das auf jeden Fall. Nicht ganz einfach, macht aber irgendwo Bock, das zu zocken. Da fliegt er wieder ganz nach oben. Verwandel es nicht. Aber eigentlich liegt dich bei einer gewissen Sache noch sehen, bevor das Spiel beendet ist. Okay, weil... Ach so. Wie bei jedem Kirby wird es wahrscheinlich auch einen Endboss geben. So in etwa, ja. Aber dazu müsstest du diese Hühnchen essen, diese Küken erstmal befreien. Und dafür sorgen, dass du nicht runterfällst. Diese kleinen Bastarde sind auch das Problem, ey. Ja. Na, Pinballer kann man sehr schnell runterfliegen, ja, wenn man nicht aufpasst. Das kann sehr schnell gehen. Yep. Wer schon mal Pinball gespielt hat, egal wo, der weiß das. Yep. Und wenn die Kugel manchmal unten... Zu mir war auch der Kirby-Ball, sag ich jetzt mal, in dem Sinne immer so ein Arschloch. Weil er sich immer gedacht hat, nee, ich geh nicht da und dahin, ich fall lieber runter, du kleine Sau. Ja, der kann schon unglücklich fallen, der Kirby-Ball. Hm. Boah, gerade so. Ah, nice. Oh, die Musik ist der Hammer. Die Musik ist gerade echt der Hammer. Ich hab grad mit dem Pad gemacht. Oh, jetzt teilen sich auch noch. Kurzen Cut. Mini-Boss. Genau. Ja, gut, das wäre da. Und das ist sozusagen der Mini-Boss. Quasi. Gerade.
Ja, da kann man schnell rauskommen, wenn man. Ja, das meine ich, da kann man ziemlich schnell rauskommen, wenn mir was passiert. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Die Bomben hättest du in dem Falle abwehren müssen, weil dadurch sind nämlich die. Wenn die Pampa in dem Sinne gestoppt. Aber durch den Technik-Fail ging das jetzt so schnell mit der Reaktion, dass man da leider nichts mehr machen konnte. Nee, das kann man generell in den Arsch treten dafür. Ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Kirby-Game. Ich kann es auch nur weiterempfehlen. Ist auf jeden Fall ein Ist Klassiker. auf jeden Fall. Das muss man sagen. Und ich hab. Ich glaube, ich habe das sogar. Ah ne, ich habe damals Pokémon Pinball, habe ich ja als Shortlife gemacht. Macht auf jeden Fall Bock. Yep. Wenn du die anderen Sky Level wüsstest, ey, du würdest, glaube ich, ins Koma fallen. Im Ernst. Das ist doch das netteste Level. Ja, die werden bestimmt noch härter, die Levels. Gut. Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Auf jeden Fall wieder sehr schönes Spiel dabei gehabt. Ja. Game over. Game over, show's over. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.